Was für Kinder, Trainer und Eltern ein ganz normales Training ist, mag für Außenstehende zunächst etwas ungewöhnlich wirken. Beim GSV Würzburg geht es nämlich verhältnismäßig leise zu, denn hier handelt es sich um einen gehörlosen Sportverein. Dementsprechend wichtig ist die Kommunikation untereinander. Also da einige Kinder gehörlos sind, wenden wir nur die Gebärdensprache an, ohne Stimme. Und andere Kinder sind schwerhörig, da machen wir beides, Gebärdensprache und die Stimme, weil sie beides auch zusammen verknüpfen können und es besser verstehen. Katja Hopf ist beim GSV zuständig für die Leichtathletik. Springen, Werfen oder Sprinten. Zwischen 20 und 30 hörgeschädigte Kinder, egal ob schwerhörig, gehörlos oder mit Cochlea-Implantat, kommen einmal pro Woche zum Training zusammen. Diese Möglichkeit gibt es allerdings erst seit etwas mehr als einem Jahr, als Katja Hopf, früher selbst aktive Kugelstoßerin und Diskuswerferin, die Initiative ergriff und das Angebot einrichtete, spielerisch Leichtathletik zu vermitteln. Unser Projekt war eigentlich, dass ich drei hörgeschädigte Kinder habe, die dann zu Hause eigentlich immer nur auf der Couch saßen und Probleme hatten im Hören im Sportverein mit hörenden Kindern. Sport zu bewältigen, habe ich dann beschlossen, selber eine Leichtathletikabteilung zu gründen und betreue meine Kinder und viele anderen Kindern auch, bringe ihnen das Leichtathletik bei und halt in Gebärdensprache, damit die Kinder halt auch das alles gut mitverstehen. Und das funktioniert scheinbar nahezu perfekt, denn im vergangenen Jahr räumten die Unterfranken so richtig ab. Bei drei deutschen Gehörlosenmeisterschaften holten sie über 50 Medaillen und stellten mehrere deutsche Rekorde auf. Und bald steht auch schon das nächste Highlight an. Also wir bereiten uns jetzt auf die deutsche Gehörlosenmeisterschaften vor. Und da machen wir jetzt auch viel Weitsprung. Also wir üben mit den Kindern in der Halle den Sprung, das Fliegen, die Landung. Und für draußen gibt es ja auch Ballwurf. Und da üben wir auch mit den Kindern, wie sie das Ball werfen müssen oder Reaktionstest haben wir gemacht, Schnelligkeitstest und das setzen wir dann um. Ähnlich läuft es auch beim Fußball und hier kommt Katja Hopfs Ehemann Alexander ins Spiel. Bereits seit knapp 20 Jahren fungiert er als Fußballtrainer und wollte die Volkssportart Nummer 1 deshalb auch hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen zugänglich machen. So veranstaltete er im Mai 2018 das erste DEF-Fußballcamp in Würzburg für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Mittlerweile kommen einmal wöchentlich rund 20 Kinder nicht nur aus Würzburg, sondern aus ganz Unterfranken zum Training beim GSV. Bei GSV Würzburg Verein Kinder. Beim GSV Würzburg spielen die Kinder gerne Fußball. In einem Verein mit hörenden Menschen haben viele Gehörlose manchmal Schwierigkeiten. Deshalb ist unser Angebot mit der Gebärdensprache sehr wichtig. Die Kinder können so besser verstehen, was Fußball bedeutet und wie das Spiel abläuft. Und so, da kann er besser verstehen. Aus dem in der Umgebung oft stiefmütterlich behandelten GSV Würzburg ist also nicht zuletzt dank des Engagements von Katja und Alexander Hopf ein attraktiver Sportverein geworden. Aktuell zählt der Club 145 Mitglieder in 6 Abteilungen. Neben Fußball und Leichtathletik sind auch noch Basketball, Dart, Schach und Wandern im Angebot. Die Familie Hopf ist sehr wichtig und wertvoll für uns. Sie waren zwischenzeitlich mal weg vom Verein und sind dann wieder zurückgekommen. Vor allem dank ihres Einsatzes wird der Verein immer größer und wir können Kinder und Jugendliche fördern. Das freut uns wirklich sehr, weil sie gut für unsere Zukunft sind und dadurch unser Nachwuchs bereichert wird. In der Tat konnte der Verein durch die neuen Angebote im Fußball und der Leichtathletik einen enormen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Das hat allerdings auch Nachteile. Zum einen hat der GSV zu wenige ehrenamtliche Trainer, zum anderen besitzt man auch keine eigene Sportstätte. Es gibt also noch einiges an Verbesserungspotenzial und zudem auch noch einen ganz großen Wunsch für die nahe Zukunft. Mit den Kindern würden wir gerne mal in so einen Springpark gehen, also wo die alles mit Schaumatten sind, wo die Kinder halt von oben runterspringen können und so. Das wäre schon toll, wenn wir sowas machen könnten. Die Fußballer wollen zudem möglichst bald eine eigene U14-Mannschaft stellen, um auch an offiziellen Turnieren teilnehmen zu können. Es bleibt also viel zu tun beim GSV Würzburg. Mal schauen, welche dieser Ziele bis zum 80-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 erreicht werden können.